Hallo Leute, willkommen zu einem Video auf meinem Kanal. In diesem Video seht ihr, wie wir hier diesen Hafen fertig bauen und wie wir unter anderem dieses Gebäude hier im Hintergrund bauen, welches eine Fischfabrik ist. So, wir starten jetzt ganz ungewohnt mit einer Timelapse, weil die Aufnahme wirklich miserabel ist. Weil zu dem Zeitpunkt war mein PC noch kaputt, also es kann sich wirklich nicht anschauen. Außerdem habe ich sie dann aus Versehen gelöscht, weil ich sie doch noch einbauen wollte. Und deswegen sind jetzt ein paar Aufnahmen auch weg. Deswegen werden wir heute noch einige Male nur Timelapses sehen. Aber es wird sich dann ab Minute 6, denke ich, so ungefähr bessern. Auf jeden Fall bauen wir jetzt in der Timelapse am Güterbahnhof weiter, also an den Gleisen direkt ein bisschen Detail bauen wir da weiter. Aber ich würde sagen, störe ich nicht weiter. Viel Spaß mit der Timelapse. Jetzt geht es direkt weiter mit noch einer Timelapse, in der ich das Fabrikgebäude baut, wie ihr vielleicht schon erkennen könnt, wo dann Fisch produziert wird. Leider ist da auch die Aufnahme weg, da ich halt vorher erklärt, was ich da geplant habe, ein bisschen, weil es sollte im ähnlichen Stil sein wie der Rest. Inneneinrichtung zeige ich dann auch später. Da könnt ihr euch auf jeden Fall darauf freuen. Und hinten dran ist noch ein Garten, der ist aber leider auch nicht mehr zu sehen, weil da ist die Aufnahme leider auch weg. Diesmal ist tatsächlich die Timelapse weg, aber die Aufnahme ist zum Glück da und die laggt auch nicht mehr, denn ab jetzt wird es nicht mehr laggen, ab jetzt wird es normal. Aber ihr seht jetzt einfach den Fortschritt, leider ohne Timelapse, das ist ein bisschen schade, aber trotzdem. Weil ihr seht ja gerade im Hintergrund, das war die Timelapse und es hat einfach die Chunks nicht geladen. Aber viel Spaß mit dem Fortschritt wenigstens. Ich hoffe mal, euch hat die Timelapse gefallen. Denn es ist einiges dazugekommen. Es sind noch ein paar mehr Sachen dazugekommen. Wir haben einmal ja einen LKW entwickelt, wie der so aussehen wird. Und da habe ich hier nur ein Zwei-Container-Ding und das sind so andere Anhänger. Was für Anhänger? Schon Anhänger eigentlich. Und da kann halt hinten beladen. Also das sind Container, das ist ein Unterschied. Das haben wir nochmal korrigiert. Da wäre es fast zum Logikproblem geworden. Genauso wie hier. Hier steht auch nochmal einer. Die Fabrik ist leider noch nicht eingerichtet. Genauso wie hier, da ist auch noch nicht eingerichtet. Aber hier sind Lampen dazugekommen tatsächlich. Ich glaube, das habe ich noch nicht erwähnt. Genau, und hier, das kann jetzt auch seitwärts fahren, um den LKW quasi zu beladen. Da steht einfach noch ein bisschen was unwichtig. Aber das Größte, da steht er ganz stolz, Jupiter. Der hat nämlich ein neues Gebäude gebaut. Das soll so ein Lagergebäude darstellen, hoffentlich. Also, das soll eigentlich hoffentlich ein Lagergebäude darstellen. Ich weiß es nicht sicher. Aber ich denke mal. Und das, ja, hat er heute gebaut. Das habt ihr auch in der Timelapse gesehen. Und hier kommt dann noch so ein Steg raus. So wie da drüben. Der wird da nochmal bearbeitet. Genauso wie der Platz. Hier der Rest ist eigentlich schon fertig. Außer halt in dem Fischgebäude. Genauso wie hier. Also der Bereich, der da vorne und im Fischgebäude. Dann in der Fischfabrik, nicht im Fischgebäude. Das ist eigentlich so ziemlich alles, was neu dazugekommen ist. Aber es gibt noch eine neue Sache, die ich noch nicht gezeigt habe. Ihr fragt euch, wo ich hinfliege. Ja. Hier hinten hat Jupiter still und heimlich einfach mal eine Insel hingezimmert eines Tages. Und da wohnt er jetzt.
Das ist eben diese Insel. Da gibt es auch einen kleinen Gang rein. Man hier schaut, betreten auf eigene Gefahr. Hier ist es dann auch zu Ende, aber ich finde die Insel ist sehr idyllisch. Also da muss man mal großes Lob an die bitte aussprechen. So, die Fischfabrik ist jetzt tatsächlich komplett fertig eingerichtet. Wir gehen mal rein, wenn wir es hinkriegen. Erstmal hier ist so ein Liefer-Annahmeschein, also wenn man so seinen Lieferschein hat, dann da beladen will oder so abgeben hier quasi. Dann ist hier noch so ein kleines Büro dazu. Nichts Besonderes mit ein bisschen Bepflanzung auch noch drinnen. Nebenan ist dann so ein Besprechungsraum mit Sicht auf die Fabrik. Da seht ihr schon ein bisschen was. Ist halt auch nicht so besonders. Hat ein bisschen anderes Tischdesign. Aber ich finde auch die Wand sehr geil geworden. Also das Muster gefällt mir echt. Und das sehen wir auch jetzt noch besser hier. Ja, okay, hier sieht es vielleicht nicht ganz so gut aus. Wenn wir dann da durch könnten. Aber das passt halt perfekt für die Lampen. Also es hat wirklich sehr gut gepasst. Okay, fangen wir erstmal hier an. Hier ist so ein, ja, so eine Tafel. Da kann er halt drauf schreiben, irgendwas, was weiß ich, was so der Plan ist. Dann kommen wir zum spannenden Teil. Also natürlich, der Fisch wird erstmal angeliefert. Von dem Hafen eben. Dann hier angenommen, dann dahin gebracht. Dann wird er hier erstmal aufgeschnitten. Gewisse Sachen entfernt, dann ist es hier ein Laufband. Es ist ziemlich schwer darzustellen, habe ich gemerkt in Minecraft. Da bin damit echt zufrieden. Und das zweimal. Und dann geht es hier in den Ofen. Den finde ich tatsächlich ziemlich geil. Wir können ja mal durchschauen. Da geht es hier oben tatsächlich raus. Noch ein bisschen Lüftungsschacht hier. Ganz wichtig. Dann jetzt hier weiter in den Förderband. Und hier wird es quasi verpackt. Das kann man ein bisschen, naja, kann schlecht darstellen, aber. Ja, es wird einfach verschweißt quasi. Das ist es so hier eigentlich. Und hier ist nochmal so eine Kontrolle quasi. Also hier wird quasi der Fisch überprüft auf irgendwas. So, ja. Aber hier drüben ist noch auch einiges Neues dazugekommen. Ich weiß nicht, was ihr genau wisst, aber ich glaube, das da ist auf jeden Fall neu. Der Bahnsteig. Ich glaube, den hier kennt ihr auch nicht. Kennt allgemein diese Verbindung nicht, die wir erst neu gebaut haben. Genauso wie diesen Garten hier nicht. Und den Ank habe ich letztes Mal auch nicht erwähnt. Also, das heißt letztes Mal. Für mich ist es ein neuer Tag, aber für euch vorhin. Also vor ein paar Sekunden oder ein paar Minuten eher gesagt. Aber hier gibt es auf jeden Fall auch noch eine Unterführung, die dann auf die andere Seite geht. Ich finde es hier ein bisschen dunkel irgendwie. Ein bisschen schwierig wegen der Deckenhöhe halt, diesen Bereich hier zu beleuchten. Der Hafen ist jetzt wirklich komplett fertig. Also schauen Sie sich mal an. Wir haben jetzt hier noch drei Autos hingesetzt. Wir haben das Schiff von da hinten, das stand da hierher geholt. Und das Gebäude ist jetzt tatsächlich auch noch eingerichtet. Nicht so toll. Aber es ist okay. Also wir wollen tatsächlich hier nochmal bauen dran am Hafen. Also hier besonders hier im Wasserbereich. Aber wir sehen den Hafen jetzt erstmals abgeschlossen an. Ist er ja auch. Aber halt nicht ganz so schön. Also zum Beispiel das Schiff will Jupiter nochmal gern neu bauen und vielleicht das da auch nochmal neu einrichten. Sonst der Rest passt alles. Also eigentlich ist nur noch dieser Wasserbereich hier nicht wirklich fertig. Ich wollte halt nur nochmal jetzt so drüber gehen. Also wir haben jetzt schon ziemlich, das ist der erste Bereich, den ich ja eigentlich hier komplett baue mit dem Bahnhof und diesen ganzen Hafen und Zeug. Also ich bin ziemlich stolz darauf. Die Render Distance ist schon ziemlich niedrig hier auf dem Server, oder? Wir haben ziemlich viel gebaut. Das kann natürlich auch sein. Aber ihr fragt euch jetzt, was machen wir dann als nächstes? Wir werden tatsächlich nicht da noch das fertig bauen, sondern wir werden tatsächlich am Schloss weiterbauen. Das wird noch ein bisschen dauern, bis wir da loslegen. Ihr seht ja, es kommen selten Pixelcraft-Folgen, weil es halt einfach lang dauert. Aber hier müssen die Häuser noch eingerichtet werden. Also außer das ist schon, das Schloss muss noch gebaut werden. Hier der Garten, da muss noch ein Weg verbunden werden. Die Berge müssen noch schön gemacht werden, wie da. Dazu gab es ja nicht mal ein Video, wie ihr den Berg gebaut habt. Das habe ich tatsächlich auch schon hier gemacht. Aber das habt ihr ja in der Rundtour schon mal gesehen. Wenn nicht, dann schaut euch die Rundtour an, dann wisst ihr nicht, was hier alles gibt. Und es gibt noch einen kleinen Secret-Bereich. Aber von denen erzähle ich euch noch nichts. Da müsst ihr auf Jupiters Kanal vielleicht schauen. Weil der hat ja in YouTube-Kanal da schon mal was dazu gezeigt. Wenn ihr dazu was sehen wollt. Wenn nicht, irgendwann werde ich davon auch mal berichten.
Aber ja, hier irgendwann wird dann der Berg weitergemacht, da drüben auch. Mein Hafen wird auch weitergebaut, bestimmt in nächster Folge. Also es kann sein, dass in nächster Folge wir auch am Ende nochmal schnell den Hafen abschließen oder am Anfang. Denn ja, wäre ziemlich schön, wenn wir den noch abschließen können. Es würde jetzt aber auch erstmal hier eine kurze Pause geben wahrscheinlich. Oder auch eine etwas längere. Weiß noch nicht genau, wie lange wir Pixelcraft jetzt erstmal pausieren, aber es wird erstmal dazu keine Streams und keine Videos kommen. Ich hoffe mal, es ist nicht so schlimm. Vielleicht können wir ein Survival-Projekt irgendwann mal machen. Darauf hätte ich sehr Bock. Mal schauen, was daraus wird. Ihr werdet sehen. Solange kommen andere Sachen. Ich würde sagen, das reicht auch für dieses Video. Es hat gerade so gereicht für dieses Video. Deswegen, ja. Ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal.